Jeder Trainer hat ja, wie gesagt, seine eigene Philosophie, wer eine Vorbereitung gestalten möchte und will. Unser Trainer hat jetzt auch seine Philosophie da drin, wie wir es machen. Und es unterscheidet sich immer ein bisschen zu jedem Trainer, weil jeder seine eigenen Gedanken hat, wie er was machen möchte. Und ja, bis jetzt ist alles super. Wir ziehen alle voll mit, ziehen alles zu 100% durch, macht Spaß auf dem Trainingsplatz. Das Wetter hat natürlich jetzt nicht ganz so mitgespielt, war sehr anstrengend, aber da müssen wir jetzt auch durch. Ich denke, das ist auch gut für den ersten Spieltag. Also die ersten paar Spieltage kann sein, dass das Wetter genauso wird. Und deswegen kennen wir das dann schon. Und bis jetzt ist alles sehr schön und hoffe, die 4 Wochen werden noch weiter so schön. Wenn du sagst, jeder hat so seine eigenen Ansichten, kannst du irgendwie so 1, 2 konkrete Beispiele nennen, was jetzt vielleicht anders ist? Ja, der eine Trainer legt einfach mehr auf läuferische Sachen noch, konditionell. Unser Trainer legt sehr viel Wert auf die defensive Stabilität, Kompaktheit, was wir sehr viel trainieren und machen sehr viele Abläufe in Übungen dafür, dass wir das dann auch immer besser hinkriegen als Mannschaft. Dadurch, dass wir jetzt auch viel Zeit haben und er seine erste Vorbereitung mit dieser Mannschaft machen kann, kann man das auch immer besser einstudieren. Und ja, dann macht er halt das jetzt so und denke, dass wir auch noch viel in der Offensive arbeiten werden dann gegen Ende jetzt hin immer mehr, damit wir dann auch Strukturen haben im Offensivspiel, dass wir da auch Angriffe fahren können, die wir im Training einstudieren. Und ja, er legt sehr viel Wert aufs Taktische und das sieht man auch auf dem Platz, denke ich, auch wenn ihr da seid. Jetzt sind ja einige Neuzugänge dabei, vor allem junge Spieler. Du, der jetzt schon ein bisschen was im Fußballgeschäft gesehen hast, welchen Eindruck machen die auf dich und wie schnell können die euch weiterhelfen? Ja, sind alle hungrig, wollen sich alle zeigen in der Vorbereitung, klar. Dafür ist auch so eine lange Vorbereitung da, um auf sich aufmerksam zu machen. Ich denke, die sind vom Verein oder vom Trainerteam, von der sportlichen Leitung bewusst geholt worden. Die Spieler, die jetzt da sind, erstmal, es kommen wahrscheinlich noch der ein oder andere auch dazu, vielleicht im Laufe der Transferperiode. Aber jeder macht seine Aufgabe gut, integriert sich voll in die Mannschaft, muss sich natürlich auch anpassen, wenn du als Neuzugang irgendwo hinkommst, musst du schauen, wie spielt diese Mannschaft, wie ist das System, wie bringe ich meine Stärken da drin ein. Aber bis jetzt ist alles gut. Aus Alter hin spielt heutzutage, glaube ich, nicht mehr so eine große Rolle, weil ich denke, junge Spieler heutzutage auch schon gezeigt haben, dass sie gerade auch erste, zweite Liga Spiele, also in der Mannschaft sich integrieren können und nicht nur weil sie jung sind, jetzt nicht spielen, sondern machen es auch hier sehr gut. Und ich denke, wenn jeder so gut arbeitet, wird jeder seine Chance bekommen. Und wie weit jeder uns direkt weiterhilft, werden wir dann sehen, wenn die Liga losgeht. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Ich kann halt nur sagen, dass jeder Vollgas gibt und voll dabei ist. Ja, alles klar. Freitag kam ja der neue Spielplan raus. Gleich auswärts beim HSV, besonderes Spiel. Was sagst du dazu? Ist das gut, weil toller Gegner oder halt auch schwer, weil ganz guter Gegner? Ja, aber die Spiele kannst du eh nicht aussuchen. Der Spielplan ist jetzt so gelegt worden. Natürlich ist ein Hammerstart in Hamburg auswärts zu spielen, volles Haus, erster Spieltag auch, eine ganz neue Hamburger Mannschaft, neuer Trainer, Euphorie ist sehr groß in dem Verein, deswegen wird das Stadion sehr wahrscheinlich auch ausverkauft sein und irgendwann hätten wir eh gegen Hamburg spielen müssen, ob es jetzt am ersten Spieltag ist oder dann irgendwann mittendrin, ist dann auch egal, weil die zweite Liga ist generell dieses Jahr sehr stark besetzt und da ist jeder Gegner auch schwer zu bespielen. Und für jeden Fußballer ist es ja eigentlich schön, vor so einem vollen Haus zu spielen. Vor 50.000, da träumt jeder davon. Und gerade am ersten Spieltag, da ist die Aufmerksamkeit sehr groß auf das Spiel dann auch. Und ich freue mich auch, gegen Ferro zu spielen. War jetzt noch mit ihm im Urlaub vor kurzem auch. Und dann habe ich ihm gesagt, umso schneller, umso besser, wenn wir gegeneinander spielen. Und der ist direkt am ersten Spieltag und ja, freuen wir uns alle drauf. Kannst du ihm gleich ein paar einschenken? Immer mit der Ruhe. Ich hoffe natürlich, ich habe es angekündigt ihm gegenüber, aber ob es so kommt, weiß man nicht, aber ich versuche mein Bestes.
Für viele Fans ist das ja gleich ein richtiges Highlight, tolle Auswärtsfahrt. Das Problem ist ja so ein bisschen, dass man nach wie vor nicht weiß, wie der Termin jetzt eigentlich liegt, weil es halt noch nicht endgültig terminiert ist. Ist es bei euch Spielern eigentlich auch manchmal ein Thema, dass ihr gerne wissen wollt, spielen wir jetzt Samstag, spielen wir Sonntag, oder ist euch das völlig egal, weil ich meine, das Spiel ist ja nicht mehr so lange hin und man weiß noch nicht, wann es ist? Also ich kann für mich nur sprechen, wie die anderen darüber denken, weiß ich nicht. Mir ist völlig egal, Hauptsache das Spiel ist und findet statt, weil das Schönste ist, einfach auf dem Platz zu stehen. Ob es jetzt Freitag ist, Samstag, Sonntag oder auch Montag, ist mir relativ egal, weil jedes Spiel macht einfach Spaß, egal zu welcher Uhrzeit, ob morgens, mittags, abends, nachts. Ich kann immer spielen und deswegen, also mir ist es, wie gesagt, ganz egal, wie die anderen darüber denken, ob sie eine bestimmte Uhrzeit haben, wo sie am liebsten spielen, weiß ich nicht, aber ich bevorzuge jede Uhrzeit. Weil es halt für die Fans einfach ein bisschen schwierig ist, ne? Für die Fans natürlich schwer, klar, weil es weiß ja nicht, ich glaube, die oder spätestens nächste Woche wird es wahrscheinlich terminiert sein, weil jeder auch planen muss. Ich denke, die Fans werden früh genug wissen, wann das Spiel ist, um dann noch einige Zeit zu haben, um zu wissen, wie man nach Hamburg reist dann. Wie ist denn generell die Vorfreude auf die neue Liga? Ihr habt 6 neue Mannschaften drin, Kaliber wie Hannover, Stuttgart, von unten kommen Osnabrück und solche Geschichten, Wien und Derby wieder, KSC auch nicht weit weg von hier. Also mit 6 Neulingen quasi in der Liga, ihr seid mittlerweile alte Rasen in der zweiten Liga, aber das sind ja Gegner, auf die man sich bestimmt richtig freuen tut, oder? Ja, natürlich, es ist eine unberechenbare Liga, die ist ja wieder. Ich denke, die Aufsteiger haben auch gut aufgerüstet, nachgerüstet und von den Namen her auch keine Unbekannten, haben auch schon alle Zweitliga gespielt. Wer von oben runter kommt, ist klar, alles Favoriten für den Aufstieg. Und deswegen ist sie, wie gesagt, unberechenbar dieses Jahr, da kann wieder alles passieren. Da kann auch sein, dass eine Mannschaft, die um Aufstieg spielen möchte, auf einmal dann doch irgendwie unten im Mittelfeld hängt oder so. Weil, letztes Jahr mit Ingolstadt und so. Weil die Liga ist einfach, wie gesagt, so stark dieses Jahr, da darf man sich kein Spiel ausruhen. Und wir freuen uns natürlich auf die Liga. Wir wollen in dieser Liga bestehen, weil dies auch sehr schwer ist. Das Potenzial haben wir dazu, wenn wir das umsetzen. Und haben jetzt natürlich auch ein paar kürzere Wege mit Wien und Karlsruhe, wo nochmal ein paar Fans für uns eine bessere Anreise oder kürzere Anreise haben, wo wir nochmal besser unterstützt werden, obwohl es schon in jedem Auswärtsspiel sehr gut ist. Aber da werden wahrscheinlich dann nochmal ein paar mehr da sein, weil die Wege kurz sind. Und dafür freue ich mich auch für unsere Fans, dass wir jetzt ein paar Spiele mehr um der Umgebung haben. Letztes Jahr hieß es immer sorgenfreie Saison. Das war dann irgendwie im Winter, hieß es dann irgendwann mal, man will mehr Punkte in der Rückrunde als in der Hinrunde. Hat man das ein bisschen weggeschoben. Ist das auch dieses Jahr euer Ziel? Weil nach ganz oben wahrscheinlich geht da ja nichts, oder? Wir haben jetzt noch nicht groß über Ziele geredet. Wir wollten jetzt erstmal die Neuen integrieren, schauen, wie schnell und wie weit wir das auch schaffen. Wenn wir eine komplette Mannschaft da haben, wenn das Trainerteam der Meinung ist, dass die Mannschaft so steht und so zusammen ist, wie es die Saison sein soll, werden wahrscheinlich auch Ziele ausgegeben. Aber jetzt wollen wir uns erstmal darauf konzentrieren, dass wir einfach eine gute Vorbereitung absolvieren, fit sind fürs erste Spiel. Sind jetzt noch 4 Wochen ungefähr. Und das ist das größte Ziel, was wir erstmal haben. Und wir wissen, dass die Liga schwer ist. Dass wir da viele Brocken vor der Brust auch haben, die wir bewältigen müssen. Aber ich habe eben schon gesagt, ich bin guter Dinge, dass wir das Potenzial dazu haben. Wir müssen es nur abrufen. Wir trainieren sehr gut. Wir studieren sehr viele gute taktische Sachen ein. Und wenn du das auf den Platz kriegst, dann ist die Chance auch groß, dann Spiele für dich zu entscheiden. Aber wie gesagt, es ist nicht so leicht. Und ich denke, das Trainerteam wird früher oder später dann Ziele aussetzen. Mein Ziel ist natürlich ganz klar, absteigen möchte ich nicht. Wollen wir, glaube ich, alle vermeiden. Das kann jeder schon sagen, aber wie am Ende unser Mannschaftsziel sein wird, wird der Trainer dann irgendwann preisgeben. Abschließende Frage von mir. Du hast noch ein Jahr Vertrag, glaube ich, jetzt bis 2020. Du gehörst aber irgendwie ja schon zum Inventar hier dazu mittlerweile. Du warst ja mal ein Jahr in Augsburg, aber sonst schon ewig lang hier. Viel miterlebt. Endet das dann 2020 oder willst du einfach noch weitermachen hier bei 98er? Ich spiele so lange, wie es geht. Ich bin körperlich topfit. Meine Werte sind sehr gut. Ich habe kaum schlechte Werte im körperlichen Bereich. Oder ob es Sprungwerte sind, Kraftwerte. Das ist alles im sehr guten Bereich. Und solange ich mich fit fühle, mich nicht verletze, muss ich dreimal leider hier draufklopfe. Auf Holz. Eigentlich auf Holz, aber das ist jetzt hier nicht so. Deswegen... solange es geht, spiele ich. Ich bin topfit, fühle mich auch nicht nach meinem
Alter, was ich jetzt habe, was auf dem Pass steht. Aber es steht leider da, kann man nicht ändern, aber solange ich mich fit fühle vom Körper, sehe ich gar keine Zweifel daran aufzuhören oder irgendwie daran zu denken aufzuhören. Mhm. Und deswegen spiele ich, solange mein Körper sagt, du kannst spielen, weiter. Alles klar. Vielleicht zum Abschluss noch einmal ganz kurz. Jetzt geht es ja noch ins Trainingslager nach Österreich. Mit welchen Erwartungen, welchem Anspruch fahrt ihr dahin? Sind ja auch zwei ganz gute Testspiele. Ja, die Testspiele sind sehr gut für uns, weil es sehr starke Gegner sind. Da können wir nochmal schauen, wie wir taktisch schon gegen stärkere oder größere Mannschaften bestehen können, wie wir unser System da in dieses Spiel einbringen können. Da wird man schon einige Sachen sehen können, was wir vielleicht noch verbessern müssen oder ändern können. Aber die Spiele kommen uns ganz gelegen dann im Trainingslager. Wir werden natürlich sehr hart und sehr viel arbeiten in dieser Woche, die wird intensiv sein. Aber ich glaube, die schweißt uns auch nochmal als Mannschaft ein bisschen mehr zusammen. Die Neuen kommen nochmal ein bisschen enger ins Team ran. Und ich bin guter Dinge, dass es ein sehr gutes Trainingslager für uns wird und die Testspiele, wie gesagt, sehr wichtig für uns sind aufgrund der attraktiven Gegner, wo wir dann vielleicht auch nochmal aufgezeigt bekommen können, was vielleicht anders sein muss oder für die ganze Saison anders werden muss. Und deswegen freuen wir uns alle drauf. Eine Frage, Steffen, du hast gesagt, du warst mit Ferro im Urlaub. Wo wart ihr da gewesen? Wir waren in Lissabon, in Portugal Lissabon. Auch. Okay. Haben noch die letzte Urlaubswoche dort zusammen verbracht und dann ist sein Weg nach Hamburg gegangen und mein Weg hierher. Und wo sind seine Schwächen? Du kennst ihn ja in- und auswendig. Also, er hat kaum Schwächen. Hat man gesehen, die letzten zwei Jahre hat sehr gut gehalten. Das weiß er auch. Muss natürlich immer weiter daran arbeiten, dass es auch so bleibt. Nicht ausruhen, aber ist ein sehr guter Torwart und trotzdem wollen wir versuchen, ihm welche reinzulegen. Und immer noch ein guter Freund wahrscheinlich. Natürlich, bleibt immer so, auch wenn er jetzt da ist, aber für die 90 Minuten dann bald ruht die Freundschaft kurz und danach ist wieder alles in Ordnung.